Dinosaur's time. So, hallo, Rupi hier, recht herzlich willkommen zurück zu unserem Unboxing der Predasaurs Dragonfire. Ja, wie wir im letzten Video festgestellt haben, gibt es ja von jedem Drachen zwei Varianten. Und somit habe ich auch bis jetzt noch keinen einzigen doppelt. Das ist schon der Hammer. Drum bin ich umso mehr gespannt, was wir heute hier zusammen auspacken. Wow, auch ein ordentlicher Brocken drin. Fühlt sich zumindest mega dick an. Schaut euch das an. Na dann, lasst uns angehen. Gut, wen haben wir heute drin? Ratsch und offen. Das Leaflet und die Karte. Hier habe ich die Karte. Strung. Auch wieder eine neue Figur. Und mit Strung haben wir, glaube ich, einen weiteren Feuerdrachen. Warte mal. Ja, hier. Strung, Feuer. Hier, schaut euch das an. Wow, rote Flügel, roter Helm, lila Körper. Bin ich mal gespannt. Hier seine Werte. Wir haben hier die Nummer 18. Übrigens, ich habe keine Ahnung, nach welcher Logik die Figuren hier nummeriert wurden. Wenn ihr euch diese Karte hier anschaut und das mit den Nummern vergleicht, findet ihr null Logik. Wenn es irgendjemand von euch weiß, ja, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, ne? Also hier nochmal ein Blick auf Strung. Die Karte 27% Feuerdrache und 73% Dinosaurier. Also ein ziemlich uriges Vieh. Ja, dann lasst uns den ganz schnell hier angucken. So. Wow, und er sieht tatsächlich auch genauso aus. Ja, ist ja der Hammer. Guckt es euch an. Lila Körper, weit aufgerissenes Maul, blutrote Augen. Boah, ist ja krass. Hammer. Und goldene Flügel. Ja, super. Und das ist ja auch mal Hammer hier auf dem Rücken. Ne? Nicht so die typischen Rückenstacheln, sondern hier ganz, ganz dicke Panzerböbels, was sich hier durchzieht bis zur Schwanzspitze. Das ist ja ein mega Schweif, ne? Also wer das abkriegt, na dann gute Nacht im Predasaursland. Ist ja der Hammer. So, die Innenseiten von den goldenen Flügeln haben sie noch ein bisschen metallic-rot besprüht. Okay, sehr massive Panzerplatten wieder auf der Brust. Auch er hat seitlich an den Füßen so Stacheln oder irgendwie Knochenauswüchse, ne? Was auch immer das darstellen soll. Der Helm ist silber, hat aber einen ganz, ganz zarten, ja, Stich ins Lilane oder Rote. Man sieht es hier vielleicht ganz schlecht, aber ist tatsächlich so. Mal gucken, ob die Waffen ähnlich sind in der Farbe. Ja, das ist kein reines Silber. Da ist noch irgendwie ein bisschen was mit drin. Kommt in der Kamera wahrscheinlich ganz, ganz schlecht. Aber ihr seht schon, wenn ich es schon in der Hand habe, auch wieder ein ganz, ganz anderes Design. Also ich finde es Weltklasse. Ganz, ganz toll gemacht. Bin immer wieder begeistert. So, und wenn ich das habe, dann brauche ich auch noch gleich die Handwaffe. So, hier sieht man es vielleicht ein bisschen besser, oder? Kann man das sehen? Hat so einen ganz, ganz leichten, ja, lila oder rötlichen Schimmer. Ganz, ganz leicht. Ja, eine tolle Axt. Ne? Hier die Hauptklinge und hier so ganz wilde Metallstacheln, die nach hinten raussteht. Auch wieder ein Pinökel mit sehr wenig Widerstand hier unten. Also ich denke, er kann die Waffe relativ schnell verlieren. Auch wieder schön gemacht auf jeden Fall. Sehr originell. Hat von der einen Seite her gesehen ein bisschen was von einer Spinne, oder? Hm, zu viel Fantasie. Also lass uns noch einen Blick auf Strung hier werfen. Auch er hat nicht die typischen Drachenschuppen am Körper. Ihr seht's, sind eher so rundliche Auswüchse, was mir aber wirklich sehr gut gefällt. Doch toll, die Abwechslung bei den Figuren, wie man es hier bei den Predasaurs findet. Ja, sieht man auch nicht alle Tage, ne? Von dem her echt klasse Kerlchen. Die Zunge geht hier übrigens auch ziemlich weit vor, hängt ein bisschen über die vorderen Zähne und hat hier auch so ein interessantes Kinnbärtchen, ne? Man kann es, glaube ich, gut sehen. Also, dann lasst uns mal die Waffen hier anstecken. So, okay, das ging sehr leicht rein und jetzt noch sein Schild. So, und dann haben wir hier wieder einen bewaffneten Predasaur-Strung von den Feuerdrachen bzw. dem Feuerclan. Auch eine sehr schöne
Figur, eine tolle Ergänzung zu den ganzen Kriegern. Positiv fällt mir auch auf, dass die Augen bisher wirklich ordentlich hier reinmontiert wurden. Also nichts irgendwie schief, dass die Pupille nach oben hängt oder nach unten, sondern wirklich um einiges sorgfältiger verarbeitet als die Serien zuvor. Das kann man hier, glaube ich, ganz, ganz klar sagen. So, kann er stehen? Jawohl, er steht sogar wie eine 1. Super, ich stelle ihm hier noch einen anderen Krieger gegenüber. Ah, sieht immer herrlich wild aus, ne? Predasaurus, Dragonsaurus, da geht's ab, Leute, da ist immer was los. Umso mehr freue ich mich und bin gespannt, was wir in den nächsten Tüten finden. Werde ich viele Doppelte haben, kriege ich einen ganzen Satz raus. Schütt, die Frage hat sich eigentlich schon selbst erledigt. Ich werde definitiv keinen ganzen Satz kriegen. Denn, wie wir festgestellt haben, es gibt immer zwei Varianten von jeder Figur. Also so gesehen gibt es nicht 19, sondern 38 Figuren zum Sammeln, wenn es denn von Vultarex auch zwei Ausgaben gibt. Also man darf wirklich gespannt sein, wie es hier mit dieser Serie weitergeht. Bis dahin, winke winke, ciao tschüsschen, bis zum nächsten Video. Euer Rupi, hey!